Hallo. 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 Ja, wer sind Sie denn da oben? Sind Sie Turbinator oder was? Ein Unheil, verschwinden Sie. Aber ich frage mich gerade, wo ihr seid. Ach, da hinten irgendwo. Die sind da hinten am Kuscheln wieder, du kennst sie. Ich dachte, ihr wärt in der Action, aber die kleinen Pussys verkrümeln sich wieder, weißt du? Was macht denn der Tobi da oben? Falsch verbunden? Lapdance? Der Tobi, tanzt mal, komm. Ich kann leider nur das. Sag mal, was für geile Schnitte. Ja, wichsen, das kannst du, ne? Klar. Wie bist du da drauf gekommen eigentlich? Ach so. Warte mal, Tobi, warte mal. Pick den anderen von der Telefonzelle oder was jetzt? Geht irgendwie nicht mehr. Oh. Warte mal. Geht aber bestimmt. Weißt du, wie bei World War Z alle klären. Guck mal, da war drauf. Wenn einer drauf geht, fällt der andere weg runter. So, ich stell mich einfach rein. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich bin ja der King. Sind zu viele. Ich komm auch mal da hoch. Weh, die pissen jetzt runter. Ich springe jetzt da so komisch behindert lang. Huch. Huch. Ich weiß schon, nicht mehr hoch. Da schießen schon wieder welche. Oh, Hilfe, die Polizei. Was wollen die? Mich auch nicht. Mich auch nicht. Das sind die Jungs von der Telekom. Entschuldigung, sie haben eine Störung gemeldet. Ich habe echt. Keine Bandbreite. Hände hoch. Oh, hier liegt Geld. So, Freunde, ja, wir hatten ja was vor, und zwar wollten wir uns eigentlich Crew-Shirts mal holen, ne? Wir genau. Haben jetzt ein Totenkopf-Symbol, was voll originell ist. Und Panda-Masken natürlich. Panda-Gesichtscreme, ich weiß, alle sind scharf drauf. Ja, weil der kommt das unbedingt früh. Ja, ich fände das cool, wenn alles machen würden. Mal die Möhre hier, ne? Wer will mit? Genau. Hier ist noch Platz frei. Ich fahr mit dem Rishi. Super. Okay, warte, markiere ich mal auf der Karte einen Ort. Oder mach du das doch mal, Gronkh. Da muss ich hier nicht gerade, da kann ich schon mal losfahren. Okay, du willst dir Shirts holen, ne? Die Schlampe bleibt stehen, oder was? Klamotten kaufen. Was? Und die Schlampe bleibt am Straßenrand stehen, Alter. Wir haben keinen Platz mehr im Auto. Grüß dich immer, mein Freund. Alter. Das ist die alte, die ihr höchst an der Telefonzelle zeigt, weißt du? Ich mag den Wagen hier auch übrigens auch sehr gerne. Den finde ich nice. Den grünen? Ja, in einer anderen Farbe wäre der echt Taco. Ach ja, doch geht. Ne? Oh, man, also man könnte... Oh, ich hab den Wagen angeguckt von vorne, sorry. Wer fährt denn das Auto? Ja, rate mal. Oh. Aber der Rishi hat auch seine Karre auch. Was ist das denn? Logo. Ja, das war ja mal ein anderes. Jetzt sieht das ein bisschen... Naja. Das sieht halt anders aus. Schlicht, aber wirkungsvoll. Ja, wer fährt denn da hinten? Wirkungsvoll. Wir sind Piraten. Slay Massive. Die Piratencrew. Wie geht das nochmal? Yo, dippidido. Alter, was ist das denn für Mädels hier, ey? Lass doch die armen Frauen in Ruhe, ey. Weißt du, der Schänder ist wieder unterwegs. Nein, ey. Hä, bei mir ist auf dem Crew-Shirt gar kein Logo drauf. So lustig aus, sorry. Ey, man kann irgendwie ein Logo. Hä? Nee, echt nicht? Nö. Das ist ja lame. Das ist bei mir einfach weiß. Ich glaube, du kannst das nur auf dem T-Shirt machen, oder? Ja, Crew-T-Shirt heißt das hier, aber... Vielleicht liegt das am... am Sakko? Ich muss das Sakko ausziehen, ja. Nee, aber das Sakko finde ich stylischer. Crew-Shirt ist nichts. Warum ist da nichts drauf? Das ist doch voll lame. Funktioniert auch bei Bennys Auto. Ja, aber es kann sein... Ah, das ist nur die Crew-Farbe. Echt? Ach, das Crew-Emblem kann man sich ganz oben kaufen. Ja. Bei Kleidung und dann ganz oben Crew-Emblem. Stimmt. Ja, wie ganz falsch. Oben. Hä, wie ganz oben? Ja, bei mir ist ganz oben. Sagen. Ihr müsst zu Oberteile gehen hier und dann könnt ihr ganz oben Crew-Emblem auswählen. So, nimm ein weißes. Ich hab ein weißes, mein Kann Gott. Ich nicht. Genau. Oder wo? Bei mir steht ganz oben Sakkos. Ja, bei mir auch. Geht, ihr seid zu blöd. Halt die Fresse, wo denn? Die Krieg oder was? Das ist so, bei mir. Machst du das klein oder groß in die Mitte? Ich hab's groß in die Mitte gemacht. Also, das ist bei mir über Sakkos ist das bei mir. Ich hab ein ganz normales T-Shirt halt an, ne? Wollt ihr mal sehen, wie es aussieht? Warte mal, man muss sich erst ein T-Shirt anziehen. Ja, ihr müsst euch ein ganz normales T-Shirt nur anziehen. Aber egal welches. Ach so. Schon, ja. Hey, was machen die Pandoria hier? Natürlich auch ein netter Anzug. Der geht natürlich auch voll klar als Crew-Klamotte. Ich hab trotzdem kein Crew-Emblem. Ich hab ein Crew-T-Shirt an jetzt, aber da... Yeah, ich hab eins an, geil. Ja, wie hast du das gekriegt? Sag doch mal. Du gehst, kaufst dir ein normales T-Shirt und dann... Hab ich gemacht. Kein Crew-T-Shirt, ne? Kein Crew-T-Shirt. Nee, kein Crew-T-Shirt. Crew-T-Shirt. Kauf dir einfach ein weißes T-Shirt, pass auf. Okay, hab ich jetzt gemacht. Dann gehst du zurück. Und dann scrollst du nach ganz oben, da gibt's Crew-Emblem. Nee, hab ich bei mir nicht. Ich schwöre, hab ich nicht. Sakkos, Lederjacken, Trainingsjacken, das war's. Das ist strange. Ich geh nochmal raus, geh nochmal in die Oberteile.
Sackos, also ich hab's ganz sogar oben. An jetzt hier. Ich hab sogar mein Crew-Emblem hier drauf. Ist nicht ganz mittig, unser Crew-Emblem, oder? Bei mir schon. Nee. Ah, vielleicht nicht. Nee. Merkwürdig, verstehe ich nicht. Willst du mal sehen? Du hast wahrscheinlich das Sakko. Zieh das Sakko mal aus. Oh ja, komm. Ja, doch. Das sieht richtig aus, wenn ich das Sakko ausziehe. Okay, nee, warte. So, nee, doch, guck jetzt mal, ist bei mir, halt, guck mal bei mir nee, auf das, ist nicht, das ist nicht mittig, ne? Nee. Ach, jetzt kann ich, ran. Wenn ich das Sakko ausziehe, kann ich das machen. Na, super. Da ist das Crew-Shirt auch plötzlich rot, kann das sein? So, dann ja, mach ich jetzt mal weiß. Das, ich hab irgendeins gekauft, irgendein T-Shirt, da kannst du das doch... Alter, wir müssen unbedingt nochmal an das Crew-Emblem ran. Was ist denn mit dem hinter mir kaputt? Alter, ich sehe das... Ist voll schäbig. Ist das Crew-Emblem weiß oder schwarz eigentlich? Schwarz. Weil bei mir sehe ich das Crew-Emblem nicht, wenn ich's... Nee, scroll mal durch. Ich mach mal groß. Das erste Mal sehe ich, dass cool. Pandoria eine Hose anhat. Ich werde bekloppt. Aber so nur ein Stiefel. Alter, also, mal eine kurze Frage. Ach, ist der Tobi? Ach, ist der Tobi? Mal eine kurze Frage. Habe ich bei euch ein Crew-Emblem drauf? Wo bist du denn? Okay, nee, nochmal Step für Step, Gronk. Ja, ich habe das doch ausgewählt. Ich habe es auch gekauft, Crew-Emblem groß. Alles warte, gut. Warte mal. Ich will mal bei Walle gucken. Der Walle hat bei mir auch kein Crew-Emblem vorne drauf. Du hast keins. Bei mir hat der Walle auch keins vorne drauf. Und auch bei mir hat der Walle eins drauf. Bei mir nicht. Hä? Ich raff es nicht ganz, das scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Nee, bei ich hole mir gerade ein neues T-Shirt, so, und ich hole mir jetzt hier einfach ein... Hab ich denn bei dir eins? Guck mal, hinter dir. Nee, jetzt warte, jetzt, Sekunde. Du hast bei mir... Hinten am T-Shirt. Warte, ich drück mich mal. Du hast bei mir hinten am T-Shirt, glaube ich, auch nichts. Nee, hast du nichts. Kannst du das eigentlich nicht mehr ändern, dass ich jetzt kein Crew-Emblem habe mehr? Keine Ahnung. Das ist auch ein bisschen strange. Ich bin der Einzige, der übrigens tätowiert ist hier, ne, von euch. Nein. Wo bist du denn? Ich frag gar nicht. Und ein Schild. Der ist aber eine Tobi wieder, weißt du? Sag mal, ja, das Tobi, Red Skull sieht cooler aus, muss ich leider sagen. Am aber Arm, wir kriegen was? Das auch noch hin mit dem Crew-Emblem. Tobi, was geht? Kann man. Wir machen uns einfach Crew-Emblem-Tattoos. Okay, eins, zwei, drei. Ja, man was? Kann mir mal wer erklären, warum man einfach mal eiskalt. Aber die Alchemisten haben bei mir aber auch ein Crew-Logo drauf. Und die komische Buchse wieder. Ist das bei euch auch so verpixelt bei den anderen? Ja, bei den anderen aber nur. Ja, genau. Pandoria hat auch eins. Warte mal, Tobi, dreh dich mal um. Ich sehe aus wie ein Müllmann gerade, cool. Ja, du hast auch eins. Ich habe jetzt hinten eins. Ich habe das jetzt hinten drauf. Ja, also alle haben bei mir ich eins. Ich finde hinten fast cooler, aber ich sehe meinen Charakter eher öfter von hinten. Oh, das magst du, ne? Das ist aber jetzt immer noch das alte Crew-Emblem, ne? Oder? Nee, bei mir ist es neu, das schwarze, oder? Ja, das schwarze mit dem Totenkopf. Nee, ich hab das mit dem Auto. Ich nicht. Das schwarze. Das ist ja cool. Ich auch. Und du hast auch das, bei mir auch das schwarze mit dem Totenkopf. Auch auf deinem Auto sogar. Ach was, ehrlich? Ja. Bei mir nicht. Ja, ich kann es euch zeigen. Ist es nicht. Nee, das ist gar nicht dein Auto hier vorne, ne? Irgendwie ein bisschen bescheuert noch mit dem Crew-Emblem, ne? Tobi! Ja, vor allem, dass das so verschoben ist. Das ist ein bisschen lame. Ja. Das müssen wir nochmal mittig machen. Das müsste eigentlich sich automatisch in die Mitte befördern. Hier, Tobi. Naja. Hä? Hier, wissen wir Bescheid. Es kann sich gerne wer bereit erklären, das zu ändern. Aber mein Auto steht da noch. Egal, kommen Sie rein. Obwohl, wir sind ja auch alle ein bisschen schief, muss man ja auch mal sagen, ne? Wir sind alle ein bisschen schief. Einer kann noch im Heli rein. Wobei, wir wollten zum Strand erstmal noch, oder? Die Masken kaufen? Oder wie war das? Ne, nicht Masken, zum Friseur. Oder wo gibt's die? Make-up ist das doch. Nee, oder? Welcher unverschämte Bike schießt denn hier wieder? Boah. Wer ist denn das? Wo bist du, Erich? Ich bin noch im Laden, da wo gerade reingeschossen wurde. Wer ist denn Alter, da? Alter, was mit 616-Player? Der macht ja den Mega. Alter, wer ist das denn? Wer war das? Ich hab die Rakete nicht geschossen, ohne Scheiß. Kann ich bezeugen, ausnahmsweise. So, ich steig mal bei Reschi ein, aber... Hä? Nee. Alter. Wie geht das? Das ist der Beifahrer von dir. Ja, aber wie kann er denn die Rakete schießen? Das kann der. Wer ist dein Beifahrer? Weiß es nicht. Kann doch nur ja aus unserer Crew sein. War das der 616-Player? Der ist die Alchemisten wahrscheinlich, ne? Oh, was? Bei dir im Auto? Nee, wo bist du? Ach, die Currywurst ist das, die Currywurst. Ah, okay. Macht er den Weg frei. Volksbank. Ey, der 616-Player liegt hier immer noch. Hey, das ist ein Feuerwehrwagen. Nee, nicht schon wieder. Der arme Kerl. Okay, wo geht's hin? Zum Strand, ne? Ne, nicht zum Strand. Ist doch keine Maske, oder? Das ist Make-up, was der Ich geh noch mal ganz kurz. Genau, das ist ein Make-up. Ich geh noch mal ganz kurz in den Laden und probier mal einen Hut an. Dann sieht das aus wie bei Anonymous. Wie beim Friseur? Warte, ich mach das eben nochmal. Entschuldigung. Moment.
Beim Friseur kriegen wir das oder was? Ich glaube, ist das nicht Tätowierer? Nee, Friseur ist das, das ist Make-up. Ah, okay. Oh, warte mal, Tobi. Ach, geschlossen, scheiße. Geht mal aufs Meer raus und mach die Bullen mal weg. Ja, weil der Tobi will, der Gronkh will, wie der Tobi es eben so schön gesagt hat, eine Crow machen. Und genau. Deswegen sollen wir uns jetzt alle als Pandas verkleiden. Finde ich, aber irgendwie super geil. Super Challenge. Naja, hat aber. Ja, warte mal ab, bis alle so rumlaufen. Aber so ein Thumbnail, dann ist das bestimmt geil. Dabei. Das glaube ich auch. Ja, bestimmt. Glaube ich aber für dich mit, mein Junge! Ah, ich wollte dich doch nur ein bisschen necken. Ich weiß. Neck mich doch an den Füßen. Oh nein! Der Gronkh hat heute den Fetisch, Dave. An meinen gelben, schwieligen Füßen. Oh, ist gut! Zu viel Detail! Tobi, komm, wir müssen mal ganz kurz den Hilly hinter uns ausschalten. Das Schlimme ist, es stimmt. Bäh! Ich schieß bis hier hin. Mit so 10 cm Hornhautschicht. Zum Abknibbeln. Aber ich find's ein bisschen traurig, dass du so im Detail gehen kannst, weil es ist ja nur was dran. Und dann diese gelben Fußnägel, die sich so umklappen, schon schlängeln. Ich warten. Wenn du läufst, machst du auch immer so Geräusche über Lackschuhen, ne? Genau. Und das barfuß. Ja, ja. So, man kann nicht den Friseur eigentlich ausbeuten. Ja, slay massive, get massive ist bisher das Motto. Nee, ich meine beim Make-up. Hä? Achso, ja, Panda-Gesichter. Oh, ich hab die ganzen Stühle mitgenommen. Panda-Gesichter und kurze Haare am besten. Boah, jetzt hat er mich hier. Die Polizei loswerden. Jetzt hat er mich hier ganz falsch gelotst gerade. Scheiße. Tobi, bist du noch im Heli? Ich warte, ja, dass die Bullen weg sind. Ich markiere dann schon Och, mal. Alter. Ja, Pandoria wird gesucht, ne? In 10 verschiedenen Bundesstaaten. Ja, die sitzt hier. So! Alchemisten brauchen ewig, bis sie. Ah, ich sehe das schon hier. Sieht schick aus. Du musst natürlich die Sonnenbrillen und so ein Scheiß auch. Ich bin gar nicht in deren Radius. Wie trotzdem hier. Oh nein! Wir sind ja die Bullen im Laden. Ja, weil die Pandoria gesucht wird. Und jetzt ist sie tot. Und jetzt kommt keiner mehr rein. Jetzt genau, kann keiner jetzt mehr kann was kaufen. Den Friseur nicht mehr benutzen. Das ist immer das Geilste. 4 Sterne. Ja, das stimmt. Machst du gut? Hä? Entschuldige mich bei Reschi, dass es hier gerade nicht so spannend ist. Komm, wir lassen uns einfach töten. Oh nee. Das hat keinen Sinn. Beach Combo Over hat geschlossen. Bitte komm später wieder. Ja, das ist immer scheiße. Ja gut. Der Tobi und ich sind gerade am Arsch der Welt. Stürz einfach mal ab. Das ist aber keine richtige Panda-Maske, oder? Nee, das ist Schminke beim Friseur. Nee, aber du verstehst, was ich meine, oder? Achso, nein. Aber ist trotzdem cool. Also ich kann jetzt nicht mehr den Friseur hier benutzen, leider. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft, Tobi. Wir müssen, glaube ich, nochmal alle raus und dann vielleicht nochmal rein. Das sind ja die gleichen Hosen wie drüben, scheiße. Nee, ist leider jetzt zu. Shit. Wie lange das immer dauert, bis man die Sterne loskriegt, Alter, wie steht denn hier bitte der LKW? Hammer. So. Oh, endlich. Da muss ich jetzt noch zum anderen Friseur. Man sollte über die Karte, kann man da nicht irgendwie Taxi rufen? Ja, aber du fährst doch, das geht, aber genau, das Taxi fährt dich dann halt ganz bequem dahin. Das dauert immer ein bisschen. Accessoires nur Uhren. Kannst du nicht zum Wegpunkt springen? Nee, nur in der Story. Wahrscheinlich wäre das ein bisschen komisch im Gegensatz zu den anderen Spielern. Oh scheiße, Alter, ich würde mir so gerne eine Fliege hier kaufen. Rang 30 für eine Fliege. Oder eine Krawatte wäre auch geil. Oh, ja, Rang die Fliege, 30 das, für eine Fliege. Boah, dann bin ich ja schon über Rang 30. An Breaking Bad, ne, Tobi? Die Fliege. Die Fliege erinnert mich an den Film Die Fliege. Kennt ihr den? Nee. Wo der Typ mit der Fliege fusioniert, ist ein echter Klassiker. Ja, da waren wahrscheinlich alle noch gar nicht geboren. Ja, das stimmt. Ich wahrscheinlich auch noch nicht. Obwohl, ich weiß nicht, könnte sein, er ist irgendwann aus den 80ern, Anfang 80er oder so. Ja. Weiß nicht genau. Kenn ich aber leider nicht. Terminlich habe ich das nicht ganz im Kopf. So. Heute sind die Damen und Herren. Aber die Fliegenfolge ist natürlich auch spektakulär, nicht bei Breaking also Bad. Diese Folge ist auf jeden Fall. Oh, ja. Tschüss, Tobi. Moin. Ne, die ist aber scheiße. Kinder, wir bleiben hier und gehen zum Friseur. Ich wollte mir gerade einen Hut holen, aber da passt mit den kurzen Haaren einfach besser. Der Rest ist scheiße. Tobi, vertraust du mir nicht, oder was? Nee. Wie hast du. Okay. So. Oh, shit. So, Make-up-Gesichtsbemalung. Ja, wo ist denn der Friseur hier? Bin ich jetzt doof? Ach, da. Mann, der zeigt das bei mir gar nicht an. Ach doch, jetzt. Boah, meine Gesicht ist mir so zermatscht gerade. Entschuldigung. Wie schrumpig sehen denn die anderen Dinger aus?
Alter. Ja, da gibt's sehr schöne Bemalungen, die wir vielleicht nicht benutzen. Aber sollen wir alle den Panda? Weil Fledermaus sieht ja fast genauso aus. Also ich, auch machen. Alle Panda wäre schon sehr geil, glaube ich. Sieht so ein bisschen, du, das sieht so ein bisschen nach Anonymous aus, weißt du? Heißt du den Panda? Panda-Pussy? Panda-Pussy. Ja, genau. Ja. Ich hab so wenig Geld. Ne. Scheiße. Was du mit deiner Kohle machst, ist mir ein Rätsel. Muss ich mir mal schnell ein Auto verkaufen oder sowas? Auf der Karte unten ist eins grün markiert von Simeon, das will der haben. Aber das dauert halt ein bisschen, bis du es da hast. Ja. Ich verkaufe jetzt irgendwo schnell ein Auto. Ich suche mir, glaub mir eins, brauche ich nur 1000, also ich brauche nur $200 noch. Mal, wo ist denn hier? Die Karte lässt mich vor, das ist aber nett. Dankeschön. Hello! Ja! Alter, die Rasterlocken sind ja cool mit der Panda-Frisur. Sieht richtig evil aus, so voll der crazy. Wer fährt denn da hinten? Machen wir einen auf Joker hier oder was? Ey, wo ist denn hier ein... Ah, ey, das ist so blöd, dass ich manche Frisuren erst mit Level so und so. Ja, das stimmt. Ah, hier, geil. Aber so hast du immer ein Mehrwertspiel, ne? Also, Mehrwertspiel. Was ist das denn für ein Wort? Mehrwert. Mehrwert. Nährwert. Spielwert. Mehrwert. Spielwert. Spielwert. Mehrwert. Wert? Pfandflasche? Die Rasters sind auch cool, ne? Wie die Leute hier alle um mich rumstehen. Das magst du doch. Nie in der Mitte. Ey, das ist so blöd. Ich hab fast keine Frisuren hier. Ich hab ein bisschen was von Harley Quinn gerade. Ja, hat auf jeden Fall was von Harley Quinn. Auch die Punk-Frisur ist natürlich geil dafür. Ich überlege, ob ich die dunkelbraune Rasse. Was? Tobi, wenn ich das, warte mal, wie heißt der Wagen, der so viel Knete bringt? Die ist das der. Das ist geil, crazy. Ist dieser Phantom? Ich nehm das hier. Wedel ich dir gerade im Gesicht rum eigentlich? Das ist so ein SUV. Ja. Huch, Hilfe! Ja, aber SUVs bringen immer gut. Alter, Kohle. Mein Charakter sieht aus wie so ein Joker-Verschnitt jetzt. Okay. Geht natürlich auch. Was habt ihr denn jetzt genommen? Hast du doch das Panda-Face genommen? Ja, oder dann was? Klar, haben wir doch abgesprochen. So, Erik wollte hast, du mal, das hast du mal blonde Stoppeln probiert? Nur so ausprobiert mal? Nee, hatte ich jetzt nicht, leider. Ah, schade. Ja, die Alchemisten brauchen auch nochmal. Also, was ist denn das für Haare bei den Alchis? Die haben voll die Geheimratsecken. Da hat die Schminke nicht gereicht für hinten. Guck mal hier. Ja, sieht echt peinlich aus. Ups. Aber. So, ich muss kurz mal in mein Inventar und die Brille ablegen dann. Weil da sieht doof aus mit Brille. Aber wie viele Brillen ich schon hab, heiler. So, jetzt. Was ich immer geil finde, ey, wenn dir vor dir ein Polizeiauto fährt und es. Guck mal, hier genau ist Hammer. Guck mal. Ist Hammer, oder? Ist echt Joker-mäßig. Ja. Finde ich eigentlich geil. Das ist cool. Würdest du dir auch noch einen Anzug kaufen? Du musst nur die Sonnenbrille wegpacken. Echt? Ich finde das mit Sonnenbrille eigentlich cooler. Hm. Irgendwie. Weiß ich nicht. Mann, ich würde mir gerne die Haare grün färben. Geht sowas? Nee, ich glaube nicht. Du hast ja immer die vorgegebenen Haarfarben beim Friseur. Ja, wem gehört denn dieses geile Auto? Wem gehört mir? Wo bist du? Ah, da. Geil. Aber ist eigentlich mega geil bei diesen Crew-Screens bei Missionen. Das sieht bestimmt mega geil aus. Ja, lass uns auf jeden Fall mal ein Foto zusammen machen. Auch. Currywurst auch in dem Look. Ja, warte geil, auf mich, ich verkaufe schnell ein Auto. Oh, ein SUV ist es, Tobi, der Phantom. Pandoria auch. FU2. Die Alchemisten. Super. Okay, sollen wir uns noch Klamotten jetzt holen speziell oder was? Dann lass mir eben eine Karre liefern gerade. Oh, 4000 natürlich. Nee, wir hatten da mein Auto, geil. Im Klamottenladen jetzt oder was? Wer kloppt denn da wieder? Ach, war ja klar. Hat sie eine Oma aus dem Gebälk geschlagen. Brutales Vibe. Okay, du meinst einen richtig schnieken Anzug anziehen und so? Also ich habe jetzt die Weste hier angezogen, diese hier. Und dazu eine Jeans. Man muss halt auch einen Anzug und Lederschuhe. Wenn, dann machen wir es richtig. Ich fand, die weißen Schuhe passen natürlich wieder super zum Hemd drunter. Das Übliche halt. Wir können auch zum Klamottenladen spazieren gehen. Ja, aber das ist ja nicht so richtig serious, oder? Ja, wegen meiner hole ich mir natürlich auch Lackschuhe. Oh, was ist denn hier passiert? Dann machen wir das so oberschick dann, oder? Oh, hier die Arme. Ja, mach Arme. Mal da einfach. Mach mal da wirklich. Ich kann nicht anrufen, aber mein Auto kommt einfach nicht. Wo ist er denn? Alter, wie geil das mit dem Panda-Gesicht dann der ist. Das sieht total geil aus. Kann im Augenblick nicht kommen, mein Mechaniker. Herr Tobi, ich hab den angerufen, aber der kommt einfach nicht. Dann gehen wir da zu Fuß, denn das deckt hier drüben, Leute. Ich warte auf den Bus, aber der Bus kommt nicht. Mano, ich will auch ein Panda-Gesicht und so, aber hier, scheiße, wo bleibt mein Auto? Alter, jetzt kommen die Bullen, weil ich in eine Leiche reingetreten habe. Aus Versehen, natürlich nur. Ja, komm.
Mein Fuß ist weggerutscht. Ich kann Leichen reintreten, ja, komm. Ist auf seinem Gesicht ausgerutscht. Ja, da war über Leichensaft, was kann ich denn dafür? Der Tobi ist ja hier auch am Shoppen. Machen wir jetzt einen auf ganz trischig hier. Jetzt darf ich natürlich so lange nicht in den Laden, weil ich euch sonst den Laden blockiere. Aua! Kommen sie ja wieder mit ihrer Hundertschaft angefahren, ich glaub's ja nicht. Chinohose passt ja gar nicht. Was nimmt Anzughose, ne, aber... Warte, ich würde gerade gerne mitmachen. Ich muss mich erstmal irgendwo safe bringen. Ach, hier nicht. Ich mache hier gerade einen Singleplayer-Let's Play. Juhu! Hier gibt's auch noch Grill. Habt ihr jetzt alle die Panda-Pussy-Maske? Ja. Okay, dann fahr ich da jetzt hin und mach das auch. So, die Bullen dürfen mich ja nicht kriegen. Die Uhren sind mir zu teuer, eigentlich. Die Uhren sind mir einfach, die finde ich unverschämt. Ja, das stimmt. 5000 für eine Uhr, die du nachher eh nicht anziehst, wirklich, die man... Das ist eigentlich ein pinken Anzug. Sag mal, wo sind nochmal die Oberteile? Hier hinten, wo ich stehe. Hä? Hallo? Ah, da. Ja, bei welchem Klamottenladen seid ihr denn bitte? Das hat schon wieder einen Stern, Alter! Jetzt kann ich endlich Oberteile checken. Okay, pass auf. Gab doch diese kompletten Anzüge, oder? Irgendwo. Wie viel Geld hast du denn noch? 60.000 oder so. Oh shit. Wo gab's die nochmal? Kann ich das alles nur einzeln kaufen hier? Ja. Ne, die Anzüge gibt's in den teuren Laden, oder? Ja, da sind wir aber auch. Aber die gibt's glaube ich nur im Offline. Online ist ja eh egal, da kannst du ja überall kaufen. Scheiße. Nee, die Anzüge kannst du glaube ich nur in dem bestimmten Laden kaufen. War das nicht nur Offline? Glaube ich, überall dieselben immer. Ja, dann kann ich auch meinen Sportsack noch mal anziehen, ja, was ihr habt. Oh, die Polizei manchmal, ne? Die gehen mir so auf den Senkel. Oh, ja, da sagst du was. Die fahren gerade mit einer Hundertschaft hinter mir her, weil sie mich einmal kurz im Verkehr gesehen haben. Also da muss ich echt GTA 4 mal loben, weil da war es deutlich besser, konnte man die einfach ausschalten oder sowas. So cool, dass sie so ein loses Hemd. Ey. Oh! Dass sie ein loses Hemd mit Level 88 erst tragen kann. Es ist so krass, so ein Hemd, Alter. Mach mal, Tobi, der hat es wahrscheinlich schon an. Nee. Er hat schon 10 davon im Schrank einfach. Weil er in der Aufnahmestation immer die Low-Level-Klamotten anzieht, die Billo-Klamotten. So, hier erwischen die mich nie. Jetzt gleich tatü, tata, der Gronk ist da. Haha, die fahren vorbei, geil. Aber bei mir läuft, voll das ATV gerade. So, jetzt ist mal hier. So, endlich. Pinke Hemden gehen auch da gar nicht. Da ist die Pussy Panda Maske hier. Make-up. Zack, komm. Wie viele Kachen hier vorstehen, ist geil. So, zeig mal her, was habt ihr denn fabriziert? Ja, das ist serious. Also, das hier ist definitiv die Panda Pussy Maske für $1000, ne? Genau. Okay. Ich dachte mir gerade, das ist ihre beste Arbeit aller Zeiten. Na so, super, also bla bla. Ich hätte gerne andere Hose irgendwie. Alter, mit meiner Sonnenbrille sieht das so geil aus. Geil. So, jetzt fahre ich mal zu euch. Jetzt muss ich nur eine andere Hose kriegen, aber jetzt aktivieren wir bei mir die Hosen nicht mehr. Hallo? Ja, Alter, das mit den Hosen. Alter, es gibt auch keine richtigen Hosen dafür, finde ich. 8 von 8 auf einer Stelle, geil. Nee, die schiefergraue Hose sieht bei mir auch voll lila aus irgendwie. Bei euch auch? Ja, die sehen alle sehr merkwürdig aus, finde ich. Ja, also die kannst du nicht nehmen. Wie viel Geld hast du noch, Gronkh? Eine Turnhose ist geil. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So. Rücken Sie einmal bitte nach unten. Ey, da warte, ich bin gerade im Laden. Ich habe noch 55.000. Die schwarze Trainingshose passt fast besser. Ja, wenn die im Schritt nicht so assi aussehen würde, dann hätte ich sie auch gekauft. Die ist echt, schwarze Arbeitshose ist das Einzige, was geht. Oder halt eine Jeans. Macht ihr euch jetzt hier so einen schicken Anzug oder was? Ja, genau. Ja. Hab ich, glaube ich, schon. Weil die schwarze Arbeitshose ist irgendwie zu klobig für den Anzug. Ja, finde ich auch. Boah, wie die ganzen Autos hier stehen. Gibt's denn keine schwarze Jeans irgendwie? Hm. Weil die sind auch die plötzlich voluminös. Die schiefergraue, weite Hose geht, dann so aber... Baggy, das geht halt. Die schwarz-eng ginge theoretisch. Ich habe mir mal hier einen Anzug gekauft. Nee, es geht, glaube ich, nur online halt, offline, mit dem Komplettanzug. Nee, ich habe mir aber mal einen, ich meine, warte mal, ich guck mal. Aber ja, es wenn du es hinkriegst, ist super. Nee, ich glaube, du hast recht.
Warte mal, Jeans, Anzughosen. Boah, die enge schwarze Hose geht gar nicht. Welche Hose habt ihr denn? Ja, die ist halt viel zu eng, aber die passt ja halt noch halbwegs zum Anzug. Welche denn? Oder die schwarze Ranch-Jeans, aber die passt auch nicht so richtig. Das ist gar nicht so leicht. Nee. Was ist die schiefergraue, weite Hose? Ich glaube fast die Sporthose. Schwarz ist fast am passendsten. Aber das die sieht trotzdem ein bisschen assig aus. Oder bei den Anzughosen die schiefergraue Weiterhose. Ja. Die geht natürlich auch. Ja, die geht auch. Ich glaube, die würde ich auch eher nehmen. Weil die Sporthose sieht doch ein bisschen assi aus. Aber die sieht bei mir so lila aus. Das ja, ne? Mit die hat so ein Schiefergrau zu tun. Genau, die hat so einen leichten, komischen Touch. Ich probiere die gerade mal aus. Ah doch, geht aber. Was habt ihr für ein Oberteil an? Warte mal. Also ich habe eine Weste an. Ey, geil, das Outfit habe ich schon komplett. Nehm mal die normale schiefergraue Hose. Ich glaube, das Outfit, was du hast, habe ich schon komplett. Ah, ja, cool. Schwarze Wespen. Weste. Schwarze, ne? Wespe. Ja, das sieht aber schon voll pink aus. Als hättest du eine pinke Hose, Alter. Sieht eine Jeans tausendmal besser aus. Naja, sorry. Es geht. Voll der komische Club hier, voll der Gruselclub. Boah, ey. Also nimmst du doch eine andere? Ja, ich kaufe gerade noch Schuhe. Ah, habe ich aber die ersten genommen, diese schwarzen. Ja, die Oxfords, ne? Genau. Nice. Das sind auch die besten, die es da für die Zwecke gibt. Ich würde mir gerne noch, den Anzug holen. Ich würde mir gerne eine Rose holen, das passt irgendwie nicht. Nehmen wir lieber eine Jeans. Welche Schuhe, Alter, habt ihr genommen? Habt ihr elegante Schuhe genommen? Eine Jeans, die nicht so ganz wabbelt. Habt ihr elegante Schuhe genommen? Ja. Ja, elegante ganz Schuhe, die obersten. Oxfords. Ja, da kannst du auch fast die Sporthose nehmen. Ohne Scheiß, das ist voll lächerlich. Dass die keine coole schwarze Anzughose haben. Also ich finde die Hose eigentlich ganz cool. Boah, ich hab's heute mit dem Versprechen. Ich finde die Hose eigentlich ganz cool. Ja, jetzt guck mal die hier an. Passt die nicht besser? Dreh dich mal um. Sieht aber gut aus, wie du hast jetzt. Assi aus, jetzt hab. Ja, aber oben es geht. Am Schritt, ja. Da sieht die eigentlich cooler aus hier. Ja, aber die hat da voll die Farbverfälschung. Ist halt 16 Bit. Wieso krieg ich denn kein schwarzes? Das sieht super realistisch nach dem Anzug aus. Hä? Ach, deswegen. Nicht, das ist gefahr. Ich bin das mit Westen. Westen. Warum sag ich immer Wespen? Mit dem Westen eigentlich cooler. Anstatt mit dem Sakko. Das ist doch, ey. Ja, eigentlich finde ich das. Eigentlich jetzt haben wir die ganze Folge eigentlich damit vertrödelt, uns umzuziehen, ey. Also ich würde aber echt ist geil. Ja. Westen nehmen. Obwohl, das mit dem Anzug ist eigentlich auch geil mit den Dingens. Mit dem Sakko ist eigentlich auch geil. Und man wird nicht so leicht getroffen. Ginge. Bei der Jeans, aber die ist jetzt am Level 65. Ey, das ist doch... Jetzt nur eine Hose kaufen, wenn ich will. Ich habe jetzt das Ding behalten. Ich habe jetzt aber diese Anzughose behalten. Alter, ich zieh die Jeans an einfach, glaube ich. Sieht alles behindert aus. Guck mal, die geht auch klar so. Na gut, welche ist das? Die dritte oder vierte, dunkelblau, wirst du dann sehen. Ist das abgetragen, schwarz normal? Nee, warte, ich guck mal eben mit. Sorry, es ist die zweite, abgetragen, schwarz normal, ja. Ah, genau, die hatte ich auch mal an. Die ist auch nicht wirklich schwarz, die ist ganz nice. Super. Oh, hier werden wieder welche gesucht, habe ich das. Alter, Reis nach Jerusalem! Geil. Die Alchemisten wollen sich keinen Anzug holen. Ja, wir haben noch einen Sakko, das muss reichen. Was? Boah, ich finde das mit den Anzügen total geil. Übrigens. Boah, ja, dir mal ein verdammt fettes Auto stehen. Jetzt nicht mehr. Doch, ich hab's tatsächlich nicht geklaut. Wir müssen uns mal alle nebeneinander stellen mit den Pandamasken. Ja, jetzt ist gerade so dunkel. Boah, Alter, was das für ein geiler Parkplatz ist aus Karren. Ja, mega. Wo ist meine über? Ach, da. Ah, ich steig mal beim Currywurst mit ein einfach. Da passiert immer was. So, wo gehen wir hin? Ich steig mal mit Tobi ein. Wir wollten doch zum Flughafen. Weil wir doch uns vom Haus boxen wollten. Die Alchemisten klauen wieder. Mann, die Musiker verdienen aber nix. Wenn's nicht anders geht. Ja, ich würde sagen, ey, wir können eigentlich auch mal eine kleine Pause einlegen. Ja. Wir haben mich schon wieder eine halbe Stunde rum. Es tut mir ja leid. Ja gut, gehört aber dazu, dass man sich auch mal neu erfindet. Ne? War jetzt keine Actionfolge, aber gehört auch mal dazu. Und ich glaube, es sieht auch ganz geil aus im Endeffekt. Ja, es sieht auf jeden Fall gut. Also dann machen wir in der nächsten Folge mal ein Foto. Oder sollen wir das jetzt nicht noch machen? Ein Foto von allen. So ein Gruppenfoto? Ja.
Ach, haben wir bestimmt noch Gelegenheit dazu. Jetzt sind zwar eh alle in den Karren. Na oder? Gut, alles klar, dann legen wir los, ne? Okay. Bis dahin. Tschüss. Ja, sorry an alle, die jetzt irgendwie die Action vermisst haben, so ein bisschen, aber wir mussten einmal mal shoppen gehen, weißt du? Das, wie heißt das nochmal bei YouTube, wenn man diese Shopping-Bags da auspackt? Bleibst du diese speziellen Hall. Videos? Hall, genau. Unser Hall heute. Geil, ey. Geil, unser Shopping-Hall. Lidl Hall. Ja, ja, ja. Yo, yo, yo. Ach ja, die Halls of Moria. Naja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt neu formiert und eigentlich auch geil, dass wir als Crew jetzt so ein bisschen nach außen in Erscheinung treten. Finde ich eigentlich geil, muss ich sagen. Style Hall, so muss die Folge heißen. Genau, Style Hall. Nenn mal was so. Pam. Ja, bis zur nächsten Folge und da geht's wieder los mit Action. Ich freue mich drauf. Ciao. Bitches.